Das hat mir nur irgendwie nichts gebracht. Ah, Moment, da ist noch was. Und hier ist noch was. Ja. Nice hit. Und dann... Nope. Müssen wir hier noch bowlen. Besser. Ach, da sind noch Münzen. Flup. Der kleine Vogelbärt. Kann er mit seinem Schnabel die Münzen eigentlich auch einsammeln? Ja. Also eigentlich hingst du schon am Abgrund. Aber nur eigentlich. Kannst du auch das Feuer auspusten mit deinem Schnabel? Oh ja. Cool. Was er nicht alles kann. Hätte ich mir gar nicht den Arsch so verbrennen müssen. Geh weg. Das ist echt ein starker Schnabel. Ja. Er ist auch sehr süß. So. Da oben könnte man auch noch, aber da komme ich von hier aus nicht ran. Bitte gehen Sie. Oh, da unten waren ja, glaube ich, auch noch irgendwo. Ich glaube, weiter hinten waren noch die Münzen. Mhm. Ach so, das, oh, da muss ich so machen. Ah! Mein Schnabel steckt fest. Aber da war doch auch noch irgendwas, oder? Da konnte ich auch noch aufs Vordach. Das war's. Sei hydratisiert. Ich kann's gleich versuchen. Ich habe hier gerade eine stachelige, pieksige Angelegenheit, um die ich mich kümmern muss. Jetzt kann ich einen Schluck Wasser nehmen. Danke. So. Und das habe ich jetzt alles nur für Geld gemacht. Also ich meine, Geld ist schon nett, aber... Aha! Nun. So, jetzt bin ich hier oben. Ach, guck mal. Ich weiß, dass da unten hinter mir auch was war. Mhm. Und da ist auch noch was, aber da wollte ich ja gleich noch hin. Achso, ja, hätte ich auch einfach von der Seite wahrscheinlich hinkommen können. Okay. Und da ist noch Stuff. Der hängt aber schon echt tief. Du musst einfach da reingehen in die Dinge, die du dich einfach dahin biegst. Ja. Nein! Gottes Willen! Aber wieso geht das denn nicht, wenn er sich nach hinten lehnt, der Vogel? Der lehnt sich doch in die Münze rein. Ich glaube, du lehnst dich zu weit aus von der Münze weg. Aber Problem. Muss ich den Weg gehen, den ich gerade gegangen bin dafür? Nö. Und wieso sollte ich hier das kaputt machen? Also diese beiden Dinger, wenn ich hier auch einfach so weiterkomme. Wahrscheinlich versucht auszuprobieren, was du damit alles machen kannst. Aber ich werde besser mit dem Vogel. Hm. Aber hier ecke ich, glaube ich, an. Geh weg! Mein größtes Problem ist, dass ich mit meinem Schnabel dauernd irgendwo stecken bleibe. Und da war auch noch irgendwas. Das heißt, da hinten waren noch Münzen und da unten ist auch noch Stuff. Abgeräumt. Ja.
Also Bowling finde ich witzig. Und ich weiß, ich muss hier nicht alles kaputt machen, aber es ist irgendwie leider viel zu lustig, das zu tun. Ach, da hinten. So. Nein. So. Das heißt, wir können eben schon mal den Mond mitnehmen. Und dann kann ich noch die Reste holen, die ich in dem Gebiet gesehen habe. Der clevere Bombeneinsatz. Finde ich aber echt cool, wie das Gebiet so in Teile unterteilt ist, sag ich mal. Weil oft war es so, dass du einen Storymond ganz... Nein, die Brutals! Ganz am Ende hattest und dann quasi... Ja, das war's eigentlich. Und ich finde es immer ganz schön, wenn du so ein bisschen etappenweise... Ah ja, das waren die. Auch so ein bisschen was dazwischen hast. Okay. Also ich habe jetzt noch sogar drei Stellen, die ich ausprobieren möchte. Erstmal das, wo ich vorhin gestorben bin. Also ich bin heute schon öfters gestorben, aber ihr wisst schon. Ich finde das aber auch gar nicht so leicht einzuschätzen. Nice. Wie man hier fallen muss. Ich musste mich kurz konzentrieren. Deswegen konnte ich meinen Satz nicht beenden. Nice. Haben uns die schon mal geholt. Ja, ich glaube, so langsam steige ich dahinter. So, dann genau wollte ich da auf das Dach nochmal hoch, weil mir gerade so aufgefallen ist, dass ich mich hier ja auch einfach dran pieksen kann. Und da vorne ist nochmal ein Loch. Hier hinter ist nichts. Ich muss halt immer einmal kurz so eine Runde drehen. Es tut mir leid. Weil da könnte potenziell irgendwas sein. Ist ein Schalter aktiviert. Ja. Huch. Dann will ich schon mein ganzes Geld haben. Flop. Was ist hier? Oh, eine Stahlwand. Okay. So mächtig ist mein Schnabel dann doch wieder nicht. Nee. Hätten wir das auch geklärt. Weak. So spare ich mir den Rückweg. Weg. Ah, jetzt ist das wieder zu. I see. Ach, guck mal, hier ist aber wirklich ein Mond direkt drin. Brick. Schnabel in die Wand. Das heißt aber Piekser. Da ist halt auch noch was. Und hier ist irgendwie auch noch was. Okay. Folgen wir einfach mal den Münzen? Aha. Interessant, dass jetzt hier als Steigerung tatsächlich schon mal so ein paar Betonwände dazwischen sind, die du dann nicht mehr beschnabeln kannst. Mhm. Ah, das war das, was ich wahrscheinlich gesehen habe. Aber ich komme wahrscheinlich... Doch, ich komme als Vogel da durch. Aber ich komme wahrscheinlich nicht als Vogel oben an, wa? Ich glaube, dann habe ich alles geholt, was ich gesehen habe, richtig? Mhm. Nice. So. Das heißt aber auch, alles, was irgendwie so ein bisschen stahlmäßig zu ist... Da komme ich mit dem Vogel nicht hoch. Komme ich aufs Dach.
Dach, 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 Dach. Nee. Nicht sehr vielversprechend. Ja. Also irgendwo musste die Stelle sein. Ich hätte jetzt sogar getippt, dass du dich einfach auf den Zaun stellst und von da aus den Backflip machst. Ha. Huh. Also das ist richtig oder dass ich es gemacht hätte? Also das, was du gemacht hast, ist richtig, natürlich. Ach so. Meins wäre so die cheesy Variante. Ich dachte mir schon so, ich komme mit dem Vogel nicht hoch. Irgendwo muss doch irgendwie eine Hilfestellung sein. Weil du kannst dich natürlich in Mario Odyssey mit diesen ganzen Cappy-Jumps und so schon an vielen Stellen hoch... nicht direkt cheesen, hochskillen, nenne ich es mal. Aber da bin ich ja nicht so der Fan von. Und für die Leute, die eher ein bisschen einfacher spielen wollen, so wie ich, gibt es ja eigentlich immer irgendwelche Möglichkeiten. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. So hier so dieses ganze, so ein bisschen sieht man es noch, so richtig Samurai-Tempel-mäßig aus was weiß ich was für einer Ära von Japan. Und dann ist hier einfach plötzlich so ein Strandkiosk. Das ist auch ein japanisches Haus. So ein Tempel halt. Also ja, es passt halt immer noch ins Theme rein, ne? So dieser Tempel und hier sind ja auch so ein paar Statuen, sag ich mal. Der Sonnenstirn sieht halt auch irgendwie sehr passend aus. Die Sitzmöglichkeiten, also ja, natürlich, es passt immer noch so ins Theme rein, aber irgendwie war das schon nicht das, was ich in Bowsers Festung erwartet habe. Oh, okay. Hi. Achso, du willst wahrscheinlich, dass ich mich mit mehr Hingabe meinen Klamotten widme. Hallo, ich sehe absolut fantastisch aus. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Ich dachte, aus seinem Kopf würden jetzt Münzen rauskommen. Gut zu wissen? Vielleicht... Ah ja, da muss man sie nachher einreihen. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch gecheckt. So, diesmal vergesse ich aber nicht, mir den Mond zu kaufen. Ich sollte mal Super Mario Bros. 3 spielen. Mhm. Sollte ich das, weil es mir gefallen würde, oder sollte ich das, weil es scheiße schwer ist und du mich leiden sehen willst? Ging um die Referenz mit der Statue. Die Tanuki-Verwandlung kann sich nämlich in eine Statue verwandeln, so eine Statue. Ich kenne nur die Katzen- und Goldkatzen-Verwandlung. Das ist auch dann angelehnt. Ah, hey, die Samurai-Rüstung oder das Happy? Irgendein Festival-Outfit einfach. Ah. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Mone und Münzen es hier gibt. Aber dann ziehen wir jetzt das Samurai-Outfit auf jeden Fall an. Samu Mario. Sumo Mario. Und ich hätte auch noch... Ja, komm, dann kaufen wir uns nicht die Statue, weil mir genau eine Münze fehlt. Dann kaufen wir uns den Sticker. Und natürlich noch die Laterne. Nice. Wie sehe ich jetzt aus? Bin ich stylisch? Schon, oder? Mhm. 100 Münzen, 45 Monde. Gut, 100 Münzen hatte ich eigentlich schon fast erwartet, weil wir schon, glaube ich, 39 hatten. Wait. Da oben sind Münzen in dem Haus. Mhm. Aber ja, ich sehe sehr cool aus. Aha. Habe ich doch noch was Lilanes gesehen. Da fehlt noch ein Freund. Okay. Tada! Gut eingeparkt. Mhm. Oh, das sah aber hier auch richtig stylisch aus. Mhm. Vor allem mit dem Riesenmond dahinter.
Ja. Das ist halt so, wenn der Mond noch gerade frisch am Aufgehen ist, ist der echt riesig. So hinter Gebäuden herum. So, ich glaube, dann haben wir hier auf der Insel auch erstmal. Was ist das hier eigentlich? Sieht so seltsam aus. Soll das irgendwas darstellen? Vielleicht. Muss da auch einer von denen hin? Weil der schwer ist? Nun. Okay. Nice. Es sah nämlich auch schon so verdächtig aus, der Boden. Es ist halt echt so ein Spiel, wo man, glaube ich, gut die Augen aufhalten muss für sowas. Scheinbar habe ich meine Augen nicht weit genug aufgemacht. Ich finde ja, du hast echt eine schöne Kleidung an. Oh mein Gott, ja. Komplett vergessen, den Typen nochmal besuchen zu gehen. Ich wollte ihm nicht auf den Kopf steigen. Nur weil er genauso einen coolen Hut hat wie du. Den habe ich irgendwie schon wieder verdrängt gehabt. Einmal durch die Hintertür rein. Guten Tag. Soll ich durch die Röhre? Oder was ist das hier? Vielleicht muss ich wirklich erst durch die Röhre. Oh, wie cool, dass es sich so ausgefaltet hat. Ich sehe voll cool aus in Pixel und der Hinter. Oh! Der Hintergrund sieht auch voll cool aus. Mit den Vögeln. Ja. Ich kann ja gar keine Arschbombe machen. Ich vergaß. Ist das irgendwie eine Anspielung an irgendwas? Einfach so ein, ich sag mal, gutes altes 8-Bit-Level. Ja, irgendwie, weiß nicht, habe ich kurz ausgeblendet, dass man da ja nicht weiter durch kann. Das war so, ich möchte nur bitte schnell runter von diesem Pilz, weil der geht in dieses Gift rein wahrscheinlich. Wobei ich es jetzt nicht ausprobiert habe, ob das wirklich so tief runter geht, aber ich würde mal behaupten, ja. Sieht schon so aus, ne? Aber so diese 2D-Passagen sind sehr cool. Also ich kann auf den Pilz, dann kann ich auf die Plattform und dann sollte ich wahrscheinlich von dort aus auf die andere Plattform und dann da oben hoch. Oh, sehr schön, er kann da einfach durch die Plattform quasi durchspringen. Das ist gut. Oh Gott, eine Notenjagd? Aha. Nein, um Gottes Willen. Und tschüss. Wunderschön auf der Ich Plattform. schwöre, ich wollte auf den Koopa springen. Ich sollte vielleicht nicht die eine Note da unten liegen lassen. Naja, gut. Können wir gleich nochmal machen. Denke ich. Was habe ich denn mit dieser einen Note? Ich weiß nicht, irgendwie magst du die nicht. Nee, irgendwie nicht. Die ist mir leider unsympathisch. Ah ja. Flupp. Close one. Wieso? Ich glaube, wenn der hochgegangen wäre, wäre es ja nicht mehr rübergekommen, ohne zu sterben. Oh. War so geplant.
Ich glaube, ich sehe, was ich machen muss. Bin ja nicht so der Experte für ältere Mario-Spiele, aber ich würde behaupten, ich muss den Koopa-Panzer losschicken. Und dann macht der Boing, 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 Boing und macht mir den Weg auf. Oh, wir haben einen Stuhl in unserem Garten, einen neuen. Koopa, geh da weg. Oh. Ja. Ja. Das war nicht ganz so gut. So. Als ob das jetzt nicht reicht, damit ich da durchkomme. Oder? Sollte reichen. Zur Not geduckt reinspringen. Was soll das überhaupt heißen? Wir haben einen neuen Stuhl in unserem Garten. Ja. Ist von den Nachbarn einer rübergeflogen, oder wie? Ja. Ist ein bisschen stürmisch. Ah. Ich habe jetzt zwei geholt, richtig? Mhm. Das müsste ja eigentlich... Das Notending und das am Ende. Ja, das müsste dann ja eigentlich passen. Dann darf ich ja jetzt gehen. Moggel, nein. Guck mal, wie... wie stylisch das aussieht. Mhm. So. Wo fangen wir denn mal an zu erkunden? Nun. Oh, die kann ich ausschalten. Könnte ich hier mit dem Vogel hoch? Ja. Oder von da hinten vielleicht auch einfach so. Okay, wo auch immer der hin muss. Bevor ich damit jetzt rumlaufe, möchte ich mich erstmal vergewissern, wo der hin soll, der Kollege. Und da wäre auch wieder ein... Gebäude. Oh, die Laternen sind schon wieder an. Ist ja wieder angegangen. Mhm. Oh, ich habe den Checkpoint mit meiner Mütze geholt. Warum sind hier so große Arenen links und rechts? Ah, das sind noch Münzen. Ich meine, ich sehe auch, dass da fette Statuen sind. Das sind große Kreppplatten. Ja. Oh, ich war zu klein. Beziehungsweise meine Beine waren zu kurz. Aber da oben wären theoretisch noch Münzen. Das habe ich gesehen. Wollen jetzt die beiden da kämpfen? Ich meine, das links ist ja dieses... ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkommt. Hauke wird es mir mit Sicherheit gleich sagen. Steht schon. Nee, aber dieses, was der linke Bowser hinten hat. Das sind diese Donnertrommeln, die der Donnergott Raijin hat. Was halt Enel in One Piece zum Beispiel auch hat. Ne? Das wird ja gerne mal aufgegriffen. Wie gesagt, Donnertrommeln. Damit erzeugt der Gott Raijin den Donner, den er da drauf trommelt. Und der rechts will einfach nur das Geschirr abtrocknen. Ist der Gott des Windes, aber ja, vielleicht kann er damit auch gut Geschirr trocknen. So, fight me. Ja, nicht mehr so viele übrig. Yep, die Hochzeit steht kurz bevor und der Chef macht sich da vorne im Turm schick für das große Ereignis. Ihr beiden macht euch aber besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. So, was macht er die nochmal? Ah, das war die Tante. Die hat aber irgendwie auch noch was Besseres gemacht, um sie anzugreifen.
Ja, das da. Okay. Nein. Komm her! Oder muss ich hier nur normal auf den Kopf springen? Reicht das auch? Mhm. So. Und Kiert, Dankeschön für 23 Monate Treue. Diese Lache, ne? Bleibt das jetzt so? Also ich glaube, ich kann hier die auch theoretisch auf den Kopf zurückschleudern. Mhm. Muss jetzt aber nicht sein. Also ich glaube, da muss man schon sehr gut zielen. Also ich glaube, die zurückzuschleudern ist wahrscheinlich auch nur dafür da, um das Schlachtfeld wieder etwas angenehmer zu machen, weil die ja auch nochmal so eine Lavakugel hinterlassen. Fun Fact, du könntest ja auch, wenn sie da in ihrem Move-Modus ist, die Dinge einfach, wenn sie über einer Bombe steht, direkt hochschleudern. Hm. Dann ist sie sofort wieder kaputt. Okay, ich muss ganz kurz mal meinen Stuhl modifizieren. Oder wenn sie dir die Dinger zuwirft, also die einzelnen Kugeln, dann kannst du die auch in der Luft einfach auf sie zurückwerfen, sofort, bevor sie landen. Mhm. Weil wenn sie halt landen, ist es natürlich schwierig, die dann in die richtige Richtung zu schleudern. Also du kannst die sehr schnell einfach weghauen, wenn du ihr die Dinger sofort zurückschlägst. Aber irgendwie muss ich doch trotzdem da, aua, das war der Tisch, da hinkommen. Triple Jump. Weil ich hab's halt schon mal mit einem Long Jump versucht, das geht nicht. Aber Triple Jump ist 1, 2, 3. Ja. Wo muss ich denn dann wohl anfangen? So, dass der dritte Sprung direkt an der Kante ist von der Plattform hier. Also 1, 2, 3. Also du gehst etwa so 2 Felder weit bei dem Sprung. Also von hier schon? Boah. Vielleicht noch ein Dive zum Schluss? Wie divet man denn? Ich glaube mit ZL in der Luft.